Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, der Red Winter hat begonnen. Das bedeutet, dass endlich die Fortsetzung unserer beliebten Videoreihen erscheinen. Und heute fahren wir mit dem zweiten von insgesamt 5 Teilen von BMWs, die keiner kennt, fort. Doch bevor wir anfangen, wollen wir euch darauf hinweisen, dass unser eigener BAFMO-Shop endlich online ist. Wer also noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann eines von unseren 100 streng limitierten BMW E30 M3 Postern bestellen. Die Poster haben DIN A3 Format und sind aus sehr hochwertigem, dickem Fotodruckpapier. Kostenpunkt nur 9,90 € und wie zuvor erwähnt auf 100 Stück limitiert. Wenn weg, dann weg. Den Link zu dem Poster und zu unserem Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Also Freunde, los geht's! Den Anfang machen wir mit dem Z1 Coupé aus dem Jahre 1988. Das Z1 Coupé startete als Entwicklungsprojekt, bei dem die Schwerpunkte auf Karosseriekonstruktion und Materialentwicklung lagen. BMW hatte sich das Ziel gesetzt, Reparaturen an der Karosserie durch modulare, thermoplastische Kunststoffteile zu vereinfachen. Dieses Ziel hat BMW ein Jahr später mit dem BMW Z1 Roadster erreichen können. Denn dank des Z1 Entwicklungsprojekts konnte man beim Z1 Roadster die gesamte Karosserie in kürzester Zeit abnehmen und das Fahrzeug bis aufs Chassis komplett strippen. Dank dieser Technik war es beim Z1 möglich, auch schwierige Stellen einfach zu erreichen. Zudem fanden auch erstmals elektrisch versenkbare Türen ihren Platz in einem BMW. Auch diese Besonderheit wurde für den Z1 Roadster übernommen und gilt bis heute als Alleinstellungsmerkmal für dieses Modell. BMW plante den Roadster und das Coupé mit optionalem Allradantrieb auf den Markt zu bringen. Während der Bauzeit des Z1 Roadsters entschied man sich jedoch gegen den Bau eines Coupés und verwarf auch die Idee für einen allradangetriebenen Z1. Das bedeutete das vorzeitige Aus für das Z1 Coupé. 10 Jahre später machte BMW von der Designsprache des Z1 Coupés Gebrauch und brachte den Z3 als Coupé auf den Markt. Wenn man sich beide Fahrzeuge von der Seite anschaut, weiß man, welches Fahrzeug als Maßstab für das Z3 Coupé galt. Weiter geht's mit dem BMW Z13. Zugegeben, der ungewöhnlichste BMW in dieser Liste. 1994 entwickelte die BMW Technik GmbH den Z13 als Technologieträger und wollte mit dem Fahrzeug den Fokus verstärkt auf Leichtbau legen. So verfügte das Fahrzeug über ein Aluminiumchassis, welches nach Spaceframe-Manier aufgebaut war und konnte dank des konsequenten Leichtbaukonzepts ein Gewicht von nur 830 Kilogramm aufweisen. Ziel war es, dadurch einen Durchschnittsverbrauch zwischen 5 und 6 Liter auf 100 Kilometer zu erreichen. Das allein zeichnete den Z13 jedoch nicht aus, denn was wirklich ungewöhnlich war, war der Heckmotor mit Heckantrieb. Der Reihenvierzylinder war über der Hinterachse platziert und verfügte über 82 PS, für ein Leichtgewicht wie den Z13 eine ausreichende Motorisierung. Auch designtechnisch gab es unfassbar viele Besonderheiten. So sorgten die seitlichen Lufteinlässe vor der Hinterachse für die Kühlung des Motorraums, die Seitenspiegel hatten integrierte Blinker, das Dach verfügte über ein Panoramaglas und auch die Karosserieform war BMW untypisch auf Kompaktwagenniveau. Selbst für heutige Verhältnisse weist der Z13 eine sehr moderne Designlinie und Formsprache auf. Apropos: Wie es wohl ausschauen würde, wenn man dem Z13 eine Tieferlegung und andere Felgen spendieren würde? Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage an euch. Ein ähnliches Fahrzeug mit Heckmotor und Heckantrieb gab es auch von Renault. Und zwar den Clio V6 Renault Sport. Stellt euch vor, es hätte den Z13 als M gegeben. Für welches dieser beiden Fahrzeuge hättet ihr euch entschieden? Für den Z13 M oder den Renault Clio V6? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Wir sind wirklich gespannt darauf, wie ihr euch entscheidet. Begeben wir uns in den Innenraum, so geht das große Staunen weiter, denn statt 2 oder 4 Sitze verfügte der Z13 über 3. Ja, kein Spaß, 3. Der Fahrersitz war nämlich zentral positioniert. Das sollte den Ein- und Ausstieg für die Beifahrer erleichtern. Aufgrund der ungewöhnlichen Fahrersitzposition musste die BMW Technik GmbH auch die konventionelle Armaturenbrettgestaltung verwerfen und alles um den Fahrer herum bauen. Das große Rad rechts neben dem Lenkrad war das Automatikgangwahlrad. Auf der linken Seite war erstmals ein satellitengestütztes 4:3 Navigationssystem sowie ein Handy von Motorola verbaut. Sogar ein Faxgerät war an Bord. All das schon vor 24 Jahren. Einfach erstaunlich.
Das Design sowie das Konzept mag nicht für jeden etwas sein, aber der Z13 hat BMW schon damals eine konsequente Richtung gewiesen, die zu seinem Nachfolger geführt hat. Und dieser hat die Automobilwelt bis heute positiv beeinflusst. Kommen wir zum letzten Fahrzeug in diesem Video, den BMW Z22. Dieses Fahrzeug ist wohl das wichtigste Fahrzeug in der modernen Geschichte von BMW gewesen. Der Z22 hat BMW nämlich zu dem gemacht, was es heute ist. Er sieht designtechnisch zwar aus wie eine A-Klasse von BMW und hätte im Jahre 2000 die wenigsten BMW-Fahrer angesprochen, aber die Technologien, die in diesem Fahrzeug ihren Platz fanden, revolutionierten die Automobilbranche. Der Z22 führte 70 Innovationen ein, aus denen 61 Erfindungsmeldungen hervorgingen. Auch bei diesem Fahrzeug setzte BMW auf Leichtbau und experimentierte mit kohlefaserverstärktem Kunststoff. Die gesamte Fahrgastzelle bestand aus diesem Verbundstoff und sorgte für eine noch nie dagewesene Gewichtsersparnis. Vorgabe bei BMW war es, unter 1100 Kilogramm zu kommen. Auch in Crashtests erhöhte die neue Art der Fahrgastzelle die Sicherheit signifikant. Bei einem Aufprall verzog sich die Fahrgastzelle minimal. Vor 18 Jahren war das ein Quantensprung im Bereich der Sicherheit. Dank des geringen Gewichts sparte man bis zu 40% Sprit gegenüber der Mittelklasse. Auch die Fahreigenschaften entsprachen der BMW Mittelklasse und waren somit überdurchschnittlich gut. Dieser Minivan konnte fahren wie ein 3er BMW. Kaum zu glauben, aber wahr. Im Z22 erprobte man auch erstmals adaptive Scheinwerfer sowie Kameras, die den Innen- und die Außenspiegel ersetzten. Es gab also weder Innen- noch Außenspiegel. Dafür aber ein zentrales Display im Bereich des Innenspiegels, der die Signale der drei Kameras zu einem Bild zusammenfügte und den Verkehr hinter dem Fahrzeug anzeigte. Aufschließen, abschließen sowie den Motor starten konnte man beim Z22 mithilfe seines Fingerabdrucks. Auch im Z22 fand das aus dem Z13 bekannte Automatik-Gangwahlrad seinen Platz. Das zentrale Bediensystem des Z22 gab einen ersten Ausblick auf die kommenden Infotainment-Technologien. So konnte man durch das zentrale Bediensystem die Navigation, Audio, Fahrfunktion, den Bordcomputer sowie die Klimaanlage bedienen. Also all das, was das erste iDrive-System später auszeichnete. Der Hauptfokus beim Z22 lag jedoch auf der Mechatronik. BMW war sich schon damals sicher, dass Steer-by-Wire sowie Brake-by-Wire bald die vollhydraulischen Lenk- und Bremssysteme ersetzen würde. So wurde bei diesem Fahrzeug gleich beides verbaut. Die elektromechanische Lenkung und die elektromechanische Bremsanlage erhöhten die Sicherheit und erforderten weniger Kraftaufwand vom Fahrer. Alles in allem hat BMW mit dem Z22 ein Innovationspaket geschnürt, welches den heutigen BMW-Fahrzeugen eine Blaupause in Sachen Technik gegeben hat. Aber jetzt seid ihr gefragt, Freunde, welchen BMW in unserer Liste kanntet ihr schon? Und welchen BMW hättet ihr euch eventuell sogar in die Garage gestellt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Falls ihr noch Fragen zu den einzelnen BMW-Fahrzeugen haben solltet, könnt ihr diese auch gerne in den Kommentaren stellen. Wir werden versuchen, jede Frage zu beantworten. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir euch noch einmal daran erinnern, dass ihr uns nach wie vor über PayPal und Patreon unterstützen könnt, um den Kanal am Laufen zu halten und übermäßige Werbung von Dritten zu vermeiden. Die Produktion unserer Videos kostet enorm viel Zeit und sind mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Wenn ihr die 5. Staffel sehen und unterstützen wollt, dann spendet uns doch gerne einen Betrag eurer Wahl über PayPal oder Patreon. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Unterstützen könnt ihr uns übrigens auch, indem ihr unsere Produkte in unserem eigenen Onlineshop bestellt. Nach und nach werden wir immer mehr unsere eigenen Produkte in den Shop stellen, die uns dabei helfen sollen, den Kanal zu finanzieren und am Leben zu halten. Wir danken jedem Ehrenabonnenten im Voraus für seine Unterstützung. So Freunde, das war's mit dem BAFMO-Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wer es noch nicht getan hat, kann unseren Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst auch nicht, unsere Webseite und unsere Social-Media-Kanäle zu besuchen. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, dann klickt auf das linke oder rechte Bild. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Eure BAFMO-Crew.